Moin Moin und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Theorim. Jetzt geht's weiter mit Hex. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. So, wir sind hier ins Schloss Qyburn. Wir sollen einen gefallenen Splitter suchen. Und mal schauen, ob wir das finden. Die alten Türme li lehnen aneinander, ihre Fundamente bröckeln. Ein Zwerg. Ein Zwerg in schwerer Rüstung bewacht das östliche Torhaus. Zwei kleine Kreaturen aus Metall und Draht stehen in Habachtstellung und warten auf Befehle vom Zwerg. Was ist bitteschön ein Habachtstellung? Egal. Stirbt, Tunnelbewohner, im Namen von Titania. Vorausplan. Opfere einen Roboter, schicke eine Einheit deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers. Ja. Okay. Oh nee, 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 einmal ersetzen, bitte. Scheiße. So, wollen wir gleich hier ein bisschen einmal schieß ihn doch mal ab, bitte. Nee, sieht wohl nicht so aus. Na gut. Aber die können zumindest nicht angreifen, die Arbeitsroboter. Aber es sind alles Artefakte, ne? Können sie ja umwandeln. Zwergenmagier. Okay. Nee, 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 nee. Wir werden eh verlieren, aber. Ja. So. Biene. Können wir nicht. Doch, jetzt. Dich. Aufmarsch. Ein anderer von dir konnte deine Wahl erhält 1-1. Ja, genau. So, noch ein Splitterchen. Mehr können wir nicht. Biene, greif an. Na, Hummel, besser gesagt. Die Biene Maya. Oder Hummel Maya. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. 4. 4-4. Mache ich meine Biene etwas stärker. Kein Angriff von euch?
Okay. Also, Himmelswächter, diese Karte kann blocken, als ob sie Flug besäßen. Okay. Und standhaft, diese wird beim Erwin nicht getappt. So, einmal Angriff mit meiner Hummel. Und noch ein Axtroboter. So langsam können sie angreifen. Machen sie nicht. Dann mache ich meine Biene oder Hummel wieder stärker. Kind des Wildnis raus. Nö. Angriff. Ja, super. Es läuft. Oha. Was ist das denn? Kriegskoloss. Zappe eine. Okay. Oh Gott. Vielleicht. Ja. Ich würde mal sagen, wir haben gewonnen. Aber warum greift er nicht an? Das verstehe ich nicht. Nein! So, gut. Super. Super. Ah, siehst du mal. So. Ich kann den Turm auf der anderen Seite sehen. Die Luft dort vorne glüht blau. Das ist sehr unnatürlich. Das muss der gefallene Saphir sein. Jawohl. Und wenn die Zwerge und ihre schlimmen Maschinen es schon haben, werden sie es nicht so leicht wieder hergeben. Diese Steinmänner jagen mir keine Angst ein. Mir auch nicht. Wenn du diese Kampagne verlassen musst, wird dein Fortschritt im Momentan dann gespeichert und du wirst später dort weitermachen, wie du aufgehört hast. Das ist okay. Gut zu wissen. So. Ich würde mal sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und in der nächsten Folge geht's hier weiter. Bye bye.